Hallo, heute wollen wir euch das Prinzip des Flaschenzugs erklären. Dazu habe ich hier so eine Kunststoffplatte, wo ich mich gleich draufsetze. Hier ist so ein Kunststoffseil ran, das geht oben über das Treppengeländer und dann hier runter. Und als erstes wird Matthias jetzt einmal versuchen, mich hochzuziehen. So, ich setze mich hier drauf, Matthias schnappt sich das Seil und dann mal los. Nu, da passiert nicht viel. Es geht nicht. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Ich sitze auf meinem Sitz und versuche mich selber hochzuziehen. Das heißt, ich schnappe mir das Seil und man sieht, ich kann mich hochziehen. Warum? Was ist der Trick? Was habe ich gemacht? Wenn Matthias versucht hat, mich hochzuziehen, ist die Situation folgende. Wenn der Sitz zum Beispiel um 10 cm nach oben geht, geht das Seil um 10 cm nach unten. Wenn ich mich selber hochziehe, in demselben Zeitraum, wo der Sitz um 10 cm nach oben geht, geht von mir aus gesehen das Seil um 20 cm nach unten. Das heißt, von dem Sitz aus betrachtet, ist die Seillänge, die ich benutze, um mich hochzuziehen, doppelt so groß. Und dann ist die Kraft nur noch halb so groß. Insgesamt ist physikalisch gesehen die Arbeit dieselbe, aber die Weglänge ist doppelt so groß, die Kraft ist die Hälfte und deswegen kann ich mich hochziehen. Das ist die einfachste Konstruktion eines Flaschenzugs. Heute haben wir ein klassisches Experiment aus der Physik. Und das ist ein Versuch, den führen wir im ersten Semester vor. Und zwar lernen wir dort in der Mechanik, alle Körper fallen im Schwerefeld der Erde gleich schnell zu Boden. Das heißt, wenn wir hier so zwei Körper haben, wir lassen die gleichzeitig los, dann kommen sie gleichzeitig unten an. So sollte es sein. Wenn wir uns jetzt dieses Glasrohr anschauen, da ist eine Münze drin und eine Feder. Und ich lasse die jetzt mal so fallen, indem ich es umdrehe. Dann sehen wir, die Feder kommt deutlich später unten an. Warum? Das wissen wir aus Erfahrung. Das ist Reibung. Die Feder hat eine große Oberfläche und wiegt nicht sehr viel. Und deswegen fällt sie im Gegensatz zur Münze sehr langsam. Aber wenn es Reibung ist, dann ist es Reibung an der Luft und dann holen wir doch mal die Luft daraus. Das heißt, wir evakuieren jetzt diese Röhre. Dazu setze ich jetzt einmal meine Schutzmaske auf, schließe meine Vakuumpumpe an und schalte die Pumpe ein. Jetzt müssen wir ein, zwei Minuten warten. So, das sollte reichen. Ich mache jetzt mal den Hahn hier zu, schalte die Pumpe aus, mache den Schlauch ab und wiederhole das Experiment. Und was man sieht, beide Körper kommen gleichzeitig unten an. Das heißt, wir haben gesehen, beide Körper fallen wirklich gleich schnell und kommen gleichzeitig unten an. Das heißt, die Physik stimmt. Wir mussten in diesem Fall nur die Reibung berücksichtigen. Bis morgen.